Mein Name ist Volker Bruch. Ich bin Schauspieler. Und ich habe Angst. Aber ich merke, wie meine Angst nachlässt. Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. Mein Name ist Dietrich Brüggemann und ich bin Schauspieler. Mein Wunsch an die Politik in dieser Krise: bitte lasst es krachen. Macht maximale Maßnahmen, möglichst absurde Geh- und Verbote, möglichst drakonische Strafen. Lasst den Polizeistaat aber so richtig von der Leine und fahrt den Karren mit Karacho gegen die Wand. Nur dann haben wir am Ende spannende Geschichten zu erzählen und mal ehrlich, die brauchen wir. Hi meine Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin's, die Hanna, eure Skandalnudel. Und worum es heute gehen soll, vielleicht hat's der eine oder andere schon mitbekommen, es soll heute nochmal um die Gegenkampagne zu Alles dicht machen gehen. Das heißt, alle mal eine Schicht machen. Wer es noch nicht gehört hat, den Hashtag gerne mal bei Instagram eingeben und genießt es einfach mal. Aber dazu wollen wir jetzt auf jeden Fall Stellung nehmen und ich kann euch verraten, ist auf alle Fälle spannend. Ja, aber worum geht's jetzt hier eigentlich? Also was ist das für eine Kampagne? Fangen wir mal ganz vorne an. Wer es nicht mitbekommen hat, Alles dicht machen ist und war eine Kampagne von verschiedenen Schauspielern, die darauf aufmerksam machen wollten, welche Folgen der Lockdown hat. Allerdings, ich für meinen Teil finde, das ist ziemlich daneben gegangen und ich war da auch nicht die Einzige, die das so empfunden hat. Und also diese Videos jetzt nochmal genau zu erklären, ich bin ganz ehrlich, schaut sie euch selber an, macht euch euer eigenes Bild. Für viele im Gesundheitswesen, auch für mich, kam es sehr verharmlosend und veralbernd vor. Es ist auf eine sarkastische und ironische Art und Weise über das Leben im Lockdown gesprochen worden. Und da hatte ich Kontakt mit der lieben Caro, der ein oder andere kennt sie vielleicht, Doc Caro. Und wir haben uns überlegt, es wäre vielleicht auch Zeit für eine Gegeninitiative. Und so ist alles, ist einfach alle mal eine Schicht machen entstanden. Auf das Video möchten wir jetzt auf alle Fälle eingehen und deswegen zeigen wir euch das jetzt. Sehr geehrte Initiatoren, sehr geehrte Teilnehmer, Unterstützer und Supporter der Kampagne Lockdown für immer, nie mehr wieder aufmachen, alles dicht machen. Mein Name ist Carola Holzner. Vielleicht kennt der ein oder andere mich im Internet, blogge ich als Doc Caro. Und ich bin nicht nur tatsächlich Ärztin und spiele keine Rolle beispielsweise als Arzt in einem Film. Nein, ich bin wirklich Ärztin und nicht nur das. Ich habe mittlerweile eine gewisse Reichweite und bin die Stimme des Gesundheitssystems. Zumindest eine davon. Und genau deshalb möchte ich jetzt meine Reichweite nutzen, um jetzt mal ein Statement loszuwerden für alle, die im Gesundheitssystem arbeiten. Ich weiß nicht, ob die Kampagne, die Sie da initiiert haben, schlecht gemeint, gut gemacht oder schlecht bedacht, was auch immer war und was eigentlich damit ausgelöst werden sollte, eine politische Diskussion, das mag alles sein. Nichtsdestotrotz haben in der aktuellen Situation, abgesehen von den vielen Erkrankten auf den Intensivstationen und in den Krankenhäusern, zynische Diskussionen, Sarkasmus und Ironie meiner Meinung nach nichts verloren. Sie haben eine Grenze überschritten, und zwar eine Schmerzgrenze. Und das sage ich jetzt für alle, die tagtäglich seit über einem Jahr in diesem Gesundheitssystem stehen, handeln, helfen, immer wieder aufstehen und immer noch da sind. Sie haben eine Schmerzgrenze überschritten für alle die, die vielleicht nichts mit Medizin zu tun haben und die mitgemacht haben. Die, obwohl sie müden sind, frustriert, nicht mehr können, vielleicht ihre Existenz verloren haben, sich an die Maßnahmen halten und weitermachen. Und wenn wir schon einen Hashtag kreieren wollen, Lockdown für immer, alles dicht machen, dann möchte ich jetzt mal meine Reichweite nutzen, um für Sie einen Hashtag zu kreieren. Wie wär's denn mal mit Hashtag alle meine Schicht machen?
So, genug erklärt. Damit ihr jetzt wirklich im Bilde seid, haben wir euch auch die Videos, um die es geht, mal unten verlinkt zu Alles dicht machen. Schaut sie euch an. Der eine oder andere hat vielleicht auch eine Aussage von jemand ganz Wichtigem im Blaulichtkanal, der natürlich den gleichen Beruf hat wie ich, vermisst. Und das ist der Marius. Und genau zu dem Thema bin ich natürlich auch gespannt, was der Marius sagt. Ja, Hanna, vielen Dank für die Überleitung, für deinen Teil. Und ihr habt jetzt natürlich auch den Teil von Doc Caro gesehen. Ihr seid jetzt zumindest schon mal im Bilde, worum es so ungefähr geht. Ich will natürlich auch noch meinen Teil dazu beitragen. Ich bin natürlich wie Hanna als Notfallsanitäter genauso im Rettungsdienst tätig und habe mich durch die Aktion Alles dicht machen auch ziemlich auf den Schlips getreten gefühlt. Ich fand es einfach ziemlich respektlos. Das erstmal zu der Aktion Alles dicht machen. Ich habe das aber bisschen noch von weiter außen gesehen und habe mir so gedacht, ja klar, die Schauspieler haben jetzt ihre große Reichweite genutzt, um irgendwas wenig Sinnvolles dazu beizutragen, und was dabei rausgekommen ist, habt ihr jetzt selbst gesehen. Allerdings sehe ich so, dass natürlich, wie eben gesagt, die Schauspieler ihre Reichweite dazu genutzt haben und man diese einfach aufgrund der Bekanntheit gehört hat. Allerdings gibt es in der Gesellschaft ja aktuell immer noch einen ganz, ganz, ganz breiten Teil der Masse, die immer noch der Meinung sind, naja, Covid, Corona ist ja immer noch nur eine Grippe und man muss es immer noch nicht ernst nehmen, oder man stellt halt seine eigenen Einschränkungen aufgrund des eigenen Egoismus irgendwie über das Leben anderer. Und da ist so der Punkt, wo ich gern nochmal einhaken möchte hiermit. Nachdem wir jetzt im Rettungsdienst natürlich auch über ein Jahr Corona ausgesetzt waren und ganz, ganz, ganz viel Leid gesehen haben. Ja, wir haben Corona-Patienten gesehen, ziemlich viele sogar. Wir haben Patienten intubiert, Patienten ohne Vorerkrankung, denen es extrem schlecht ging. Wir haben Patienten gesehen, die eigentlich schon im Sterben lagen. Und wahrscheinlich ist es schon so, dass wenn man nie selbst so einen Corona-Patient gesehen hat oder man keinen in der Familie oder im engen Freundeskreis hat, der tatsächlich Corona hatte, bei dem es auch so einen schlimmen Verlauf hatte, dann kann ich schon nachvollziehen, dass man das vielleicht selbst nicht so wahrhaben kann, wie das so in der Presse quasi dargestellt wird. Aber nicht umsonst sind mittlerweile schon Millionen von Menschen an Corona erkrankt und ganz, ganz, ganz viele Menschen natürlich auch daran verstorben. Deswegen finde ich zum einen natürlich der Teil von Alles dicht machen, den Menschen gegenüber, die schwer an Corona erkrankt sind oder natürlich auch Verwandte, enge Freunde verloren haben, absolut respektlos. Aber genauso auch nicht nur die Prominenten, sondern jeder, der Teil der Bevölkerung ist, der dann spricht, ja, Corona-Leugner, das ist doch alles nicht so und keine Ahnung, die gesteuerte Presse und was weiß ich. Hier kann ich zum Beispiel euch sagen, wir sprechen nur das, was wir auch wirklich denken. Wir werden von keinem gesteuert. Wir haben es live miterlebt, wir haben es live vor Augen gesehen und es ist tatsächlich genauso, wie es auch überall in der Presse zu hören ist. Ich kann natürlich dennoch jeden verstehen, der aktuell unter Existenzängsten leidet. Ich habe natürlich auch viele Freunde, meine Freundin eingeschlossen, die in Kurzarbeit sind, die gewaltige Einschnitte in ihr Leben hatten. Ich kann das wirklich nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite müsst ihr euch auch nochmal vor Augen führen, das sind Menschenleben, die da sterben. Das könnte eure Oma, euer Opa, eure gute Freundin sein, die einfach an so einem Scheiß-Virus verstirbt. Und es ist einfach nicht lustig und es ist kein Spaß. Und ich finde, jeder sollte sich einfach ein bisschen zurücknehmen und sich mal wieder darauf besinnen, worum es hier eigentlich geht. Denn es geht hier einfach um Menschenleben, da sterben Leute. Deswegen haltet euch einfach weiterhin an die besagten Regeln. Auf den Lockdown wollen wir jetzt hier nicht groß eingehen. Natürlich ist nicht alles, was jetzt da im Lockdown entschieden wurde, sinnvoll. Aber die Regeln, die wirklich dazu beitragen, dass ihr euch nicht ansteckt oder das Virus verbreitet, Abstand halten, Maske tragen und vor allem euch auch impfen lassen, sobald ihr die Möglichkeit habt, nehmt das wahr, zieht das weiter durch. Denn wir sind aktuell jetzt Anfang Mai gerade wieder da angekommen. Die Intensivstationen sind gerammelt voll. Wir kennen natürlich auch viele Leute aus Intensivstationen. Und ich sage euch ehrlich, wenn ich einen Job auf der Welt aktuell nicht machen wollen würde, dann ist es der Intensivkrankenpfleger auf der Covid-Station. Weil was die Jungs und Mädels da aushalten müssen, ist einfach der Wahnsinn. Das von mir. Nehmt euch einfach ein bisschen zurück. Überdenkt vielleicht einfach nochmal, wenn ihr immer noch der Meinung seid, Corona ist ja nicht so ernst zu nehmen. Und alle Regeln, die wir hier einhalten müssen, sind ja gar nicht so sinnvoll. Alle sind nicht sinnvoll, natürlich nicht, aber die meisten sind es, damit eben die Intensivstationen nicht noch voller werden und vor allem, dass nicht noch mehr Menschenleben sterben, wie zum Beispiel eure Oma, euer Opa oder eure Freunde. So viel zu mir. Aber Hanna,
wie ich am Anfang schon ja angesprochen habe zum Thema, ja, es ist ja nicht nur auf positive Vibes gestoßen. Vielleicht kannst du, nachdem dein Video auf Instagram jetzt schon ein paar Tage online war, noch mal ganz kurz erzählen, was da so die Reaktionen waren. Bei alles Dichtmachen kam es ja sogar zur Morddrohung und weiß Gott, was da passiert ist. Es ist ja auch, hat ja die Doc Horror und Spiegel TV erzählt. Aber vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Worte zum Verlauf der Aktion sagen. Ja, euch würde auf alle Fälle interessieren, was bei mir so los war. Also wer die Posts und Beiträge da zu unserem Video eben nicht wahrgenommen hat, dazu jetzt noch mal ein, zwei Worte. Also als allererstes möchte ich mich persönlich auf jeden Fall davon distanzieren, auch diese krassen Anfeindungen bis zu Morddrohungen, auch den Schauspielern gegenüber, ist weder ein Ziel gewesen, noch heiße ich das für gut. Also das hat auch Doc Haro auf ihrem Kanal mehrfach deutlich gesagt, aber ich denke, das ist auch eigentlich klar. Mir ging es einfach darum, auch mal mein Gefühl auszudrücken. Das ist keine rein sachliche Aussage gewesen, die ich da getroffen habe, sondern auch aus meinem Gefühl heraus. Marius hat eben schon gesagt, auf einer Intensiv-Corona-Station möchte er jetzt gerade nicht arbeiten. Und da muss ich sagen, das stimmt, größten Respekt, gar keine Frage. Allerdings, und das ist das große Aber, was ich auch aus vielen Reihen im Rettungsdienst höre, wenn ich im Krankenhaus auf der Intensiv-Corona arbeite, dann weiß ich, dass ich da jetzt hingehe. Das heißt, ich bin immer so optimal geschützt wie eben möglich. Ja, und das ist unser Problem im Rettungsdienst. Wir werden gerufen vielleicht zu akutem Brustschmerz. Ja, der erste Gedanke ist, ja, das ist was mit dem Herzen, ein Herzinfarkt, wir müssen schnell sein. Oder zum Beispiel Richtung Schlaganfall. Auch eine Sache, die sogar durch Corona ausgelöst werden wurde. Ja, und wo man einfach sagen muss, auch bei neurologischen Geschichten mussten wir jetzt denken, das kann auch infektiös Corona sein. Was ist aber die Realität? Nachts um drei geht der Melder. Es heißt, wie gesagt, zum Beispiel Stichwort Vernichtungsschmerz in der Brust, AP-Symptomatik. Das heißt Angina pectoris, nochmal, sorry, wir blenden es unten nochmal ein. Da schweife ich immer ein bisschen aus. Ja, auf alle Fälle gehen wir rein. Natürlich haben wir unsere Maske, natürlich haben wir unsere Brille und wir haben auch eventuell einen Schutzkittel an. Ja, wenn wir so weit gedacht haben. Gerade am Anfang war es wirklich so, dass wir nur mit der FFP2-Maske und Schutzbrille in die Einsätze gegangen sind, von denen wir nicht dachten, dass es infektiös ist. Aber Denken ist Glückssache, hat man schon immer gesagt. Und dann kommen wir da rein und wir sehen einen Patienten und denken, hoppla. Und dann fragt man sich natürlich, ich renne jetzt da rein, um irgendwie Menschenleben zu retten oder den Menschen zu helfen. Aber wie ist eigentlich die Reaktion von außen? Also der Rettungsdienst fällt wie fast immer ganz weit ab von dem Blick einfach. Ja? Also ganz viele haben immer sofort nur die Krankenpflege im Blick. Aber wie kommen die Leute eigentlich auf die Station? Ja? Und gerade jemand für die Intensiv-Corona, die kommen da irgendwie hin. Und meistens sind wir das, wenn es eben schon akut ist. Und das war bei vielen so. Denn viele sind natürlich in häuslicher Quarantäne gewesen, haben lange abgewartet und erst als es gar nicht mehr ging, kommen wir dann. Und es ist leider auch so, dass diese Menschen irgendwie beatmet werden müssen, was für uns auch immer eine Zusatzgefahr ist. Und jemand, der atemnötig ist, ich glaube, ihr könnt es euch gut vorstellen, dem kann man natürlich auch keine dichte Maske aufs Gesicht drücken. Und da kommen wir halt zum springenden Punkt. Das ist der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich aus dem Rettungsdienst als Notfallsanitäter möchte einfach mal loswerden, wie das bei mir ankommt. Und ich möchte auch noch mal ganz klar sagen, und ich finde es total super, dass wir dieses Video machen. Und wie der Marius schon gesagt hat, es gibt hier niemanden, der uns steuert. Wir können frei unsere Meinung sagen, von der Leber weg. Und das ist mir auch total wichtig. Und ich für meinen Teil möchte einfach sagen, ich finde nicht, dass ein wirtschaftlicher Schaden einfach mit Menschenleben gleichzusetzen ist. Das soll nicht schmälern, wer an Depressionen leidet, wer auch Suizide gibt es mit Sicherheit aus Grund von wirtschaftlichen Problemen. Aber da gehört auch ein bisschen mehr dazu. Das muss man auch mal so sagen. Also nicht jeder, der bankrott geht oder in eine Privatinsolvenz rutscht, hat Selbstmordgedanken. Da muss man auch mal einen Cut ziehen. Das sind Menschen, die brauchen Hilfe. Und ich finde auch in der jetzigen Zeit super schwierig, weil natürlich auch gerade Psychologen und sowas, also auch dieses System ist komplett überlastet, weil es natürlich vielen Menschen schlecht geht. Aber, und hier kommt das große Aber, wie gesagt, ich sehe das nochmal auch als ein Krankheitsbild, also wer wirklich in so eine schwere Depression rutscht, dass er sich das Leben nimmt, das ist gar nicht gemeint. Also es ist wirklich gemeint, dieses, ja, ich lese das immer wieder unten drunter, ja, ich wurde auch angefeindet bis zu Morddrohungen.
ist es nicht gegangen, so viel kann ich euch sagen. Aber man liest schon häufig, ja, sei du mal eine alleinerziehende Mutter im Homeoffice mit zwei Kindern, die Schule machen müssen. Ja, schwierig, bestimmt belastend, aber nicht vergleichbar. Und ich glaube, das erklärt es auch ganz gut, was ich damit meinte. Und ich bin total froh, dass ich mit euch meine Meinung jetzt nochmal in längerer Form teilen kann. Und ja, also ihr habt jetzt auf alle Fälle gehört, was unsere Meinung dazu ist. Uns interessiert jetzt natürlich brennend eure Meinung. Schreibt sie unten rein, bitte konstruktiv, seid fair zueinander und dass wir eine anständige Gesprächskultur wahren. Am Ende muss man nochmal sagen, natürlich ist die Aktion Alles dicht machen ein bisschen nach hinten losgegangen. Auf der anderen Seite muss man zugutheißen, durch diese Aktion ist überhaupt alle mal eine Schicht machen erst entstanden. Und natürlich tragen solche Aktionen immer dazu bei, dass generell das Gesundheitswesen, die Arbeit im Gesundheitswesen dann wieder mal ein bisschen an die Öffentlichkeit getragen wird, was ja generell die ganze Zeit während der Corona-Krise ein großer Pluspunkt war, so schlimm das Ganze auch ist, dass man einfach mal sieht, was leisten die Leute im Gesundheitswesen überhaupt, was sind vielleicht die Probleme und vor allem, wo muss im deutschen Gesundheitssystem ganz dringend nachgebessert werden. Thema Pflegenotstand und. Da sind ja aktuell viele Missstände, die auf jeden Fall ganz dringend aufgearbeitet werden müssen. Am Ende will ich sagen, die Jungs, Mädels, Ärzte, Pfleger, Notfallsanitäter, Polizei, Feuerwehr, die ganzen systemrelevanten Berufe haben in den letzten fast anderthalb Jahren natürlich wirklich extrem große Dinge geleistet, haben wirklich extrem hart gearbeitet. Und hier will ich nochmal an jeden appellieren, der vielleicht nicht aus der Branche kommt, zeigt ein bisschen Respekt, zeigt ein bisschen Dankbarkeit gegenüber all denjenigen, die einfach dazu beigetragen haben, dass Deutschland gerade da steht, wo wir stehen und nicht im absoluten Chaos und Desaster geendet ist, wie in manch anderen Ländern. Das ist eben einfach nur darum, weil es die ganzen Leute gibt, wie wir, wie die Pfleger im Krankenhaus und, die einfach Tag und Nacht sich abrackern für das Leben anderer. Dann haben wir natürlich noch zwei Videos für euch. Einmal hier von der Docaro, über die wir jetzt viel gesprochen haben, und unser Video zur psychischen Belastung im Einsatzdienst.